Peyote, das wusste ich, ist nicht für die Weißen bestimmt. Und ein Weißer ist für diese roten Männer einer, den die Geister verlassen haben. Der spanische Mönch Bernardino de Sahagún, Chronist des Untergangs der Azteken, berichtete um 1560 von einer mexikanischen Pflanze, welche jenen, die davon essen, furchterregende oder groteske Visionen macht. Sie gibt ihnen Mut zu kämpfen und lässt sie weder Furcht noch Hunger oder Durst spüren. Und sie behaupten, dass sie vor Gefahren schützt. Die Pflanze, die er beschrieb, war ein kleiner, stachelloser Kaktus, den die Einheimischen Peyotl nannten und die Spanier Raíz Diabólica, teuflische Wurzel. Obwohl der Peyote-Kult in Mexiko schon damals eine mehrtausendjährige Tradition hatte, verbot die kirchliche Inquisition jeden Umgang mit der heidnischen Droge und bestrafte ihn nach Konquistadorenart. Die Indianer, die Sahagún im 16. Jahrhundert beim Peyote-Zauber beobachtet hatte, waren Chichimeken, zu deren wenigen Nachfahren die Huicholes gezählt werden. Für sie ist der Ort der Zeremonie, deren Zeuge Sahagún gewesen war, noch immer der heilige Bezirk Viricuta, ein Steppenplateau im mittleren Mexiko bei San Luis Potosí. Von ihrem 400 Kilometer entfernten Stammesgebiet in den Bergen der Sierra Madre pilgern die Huicholes nach Ende der Regenzeit hierher, um ihren Peyote zu suchen. 40 Tage dauerte früher die Wanderung und noch immer gelten die alten Gelübde. 40 Tage sexuelle Enthaltsamkeit, kein Bad, kein Salz. 40 Tage, kein überflüssiges Wort. Gewöhnlich besteht die Gruppe aus 8 oder mehr Pilgern. Doch Lucas de la Cruz Munoz ist allein. Der alte Schamane in seinem Heimatdorf ist zu krank, um die Führung der beschwerlichen Reise zu übernehmen. Lucas ist zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch ihm fehlt noch eine dritte Pilgerfahrt nach Viricuta als eine der Voraussetzungen für diese Würde. Deshalb ist er allein gekommen, um den Peyote für das jährliche Dankfest zu holen. Der fest in den Boden geknöpfte, unscheinbare Kaktus versteckt sich zwischen Steppensträuchern, Algarven und anderen Kakteen. Es dauert Stunden, bis Lucas den ersten Peyote-Cluster gefunden hat. Er wird nicht ausgegraben, sondern den Göttern geweiht. Sein Gebet bittet um ihr Einverständnis und ihren Segen für seine künftige Aufgabe als Mara-Akame, als religiöser Führer seiner Dorfgemeinschaft. Das rhombische Auge-Gotteszeichen, mit dem Lucas die symbolische Reinigung vollzieht, ist ein Zikuri, zugleich Amulett und Votivgabe. Hier ersetzt es den Pfeil beim Jagdzauber, mit dem der erste Peyote erlegt wird. Für die Huicholes hat der Peyote sakramentale Bedeutung. Im Zentrum ihres vielschichtigen Mythengewebes, das sie in Bildern aus leuchtenfarbigem Wollgarn darstellen, stehen das Feuer und die mystische Dreiheit Peyote, Mais und Hirsch. Mais ist ihre heutige Lebensgrundlage. Rot- und Rehwild waren es früher, als sie noch als Jäger in den Prärien Nordmexikos lebten. Den ersten Peyote, so erzählt ihr Mythos, fanden sie in den Hufspuren des großen Hirsches als ein Geschenk der Götter. Es wurde ein Abschiedsgeschenk, denn die Wildbeute verschwand aus ihrer Welt und zeigt sich nur noch in den Visionen und Träumen, die im Peyote-Rausch wie eine Erinnerung an die alte Zeit wieder auftauchen. Erst jetzt, nachdem er die Götter um Verzeihung gebeten hat, kann Lucas mit dem Sammeln beginnen. Das Wort Peyotl stammt aus der Nahuatl-Sprache und bezeichnet den wolligen Puschel auf dem Kopf der Pflanze, aus dem sich im April die blassgelbe, weiße oder rosafarbene Blüte entfaltet. Bei der Ernte werden nur die Köpfe genommen, da die Wurzel kaum Wirkstoffe enthält. Wird der Schnitt sorgfältig gemacht, kann sie wieder austreiben und einen neuen Cluster bilden.
unter den verschiedenen psychoaktiven Substanzen des Peyote hat vermutlich nur das Hauptalkaloid Mescalin eine halluzinogene Wirkung. Es ist dem Hirnhormon Noradrenalin chemisch verwandt. Der langsam wachsende Kaktus ist während der letzten Jahre immer seltener geworden, seit die Mescal-Buttons auch bei nordamerikanischen Indianerstämmen und als Hippie- und Sektendroge in Mode kamen. Am Ende eines mühsamen Tages hat Lukas ein halbes Hundert Hikuri in seiner Tasche. Jetzt ist die Zeit gekommen, ein Feuer anzuzünden und Tatewari, den alten Gott, aus dem Holz hervorzurufen und in seiner Gegenwart 5 Peyotes zu essen. Wie alle Huicholes lehnt Lukas es ab, seine Rauschvisionen und Seelenreisen näher zu beschreiben. Er bestätigt nur bekannte Erfahrungen, die auf LSD-ähnliche Erlebnisse hinweisen. Intensives Farbensehen und gesteigertes Hörempfinden, Wechselwirkung von Bildern und Tönen, Gestaltwandel, Stillstand der Zeit. Doch das sind nur die äußeren Bedingungen auf der Reise in eine Innenwelt, in die wir als Europäer auch im Peyote-Rausch nie vordringen können. Der Hikuri wird wie ein Apfel um die ungenießbare Mitte herum in Scheiben gekerbt. Sein scharfbitterer, erdiger Geschmack kann bei vollem Magen Brechreiz auslösen. Eine Gefahr, die bei dem fastenden Lukas nicht besteht. Wir werden ihn in seinem Heimatdorf wiedersehen, in das wir vorausfliegen. Doch sein Geist wird uns begleiten. Im Peyote kann er sich wie ein Vogel in die Luft erheben, neben uns herfliegen und uns beschützen. Der Flug führt von Matehuala am Wendekreis des Krebses nach Südwesten über die Sierra Madre Occidental bis nah an die Küste des Stillen Ozeans und endet in der wild zerklüfteten Sierra de los Huicholes auf einer abenteuerlichen Piste, bei deren Anblick sich der Pilot bekreuzigt. Uns kommt der Verdacht, dass Lukas nicht nur aus religiösen Gründen auf den realen Flug verzichtet hat. Lukas Heimatdorf Las Higueras trägt den Namen seiner mächtigsten Bäume. Sie wachsen unten am Fluss, der in der Regenzeit zu einem reißenden Wildwasser anschwillt und in trockenen Sommern in einem Rinnsal versiegt. Er liefert das Trinkwasser. Hier wird gebadet, die Wäsche gewaschen und mit Netzen gefischt. Etwa 150 Menschen leben hier in 1000 Meter Höhe auf ihren Ranchos, den Gehöften der Großfamilien. Überall laufen die Vorbereitungen für das große Dankfest. Die Piranha-ähnlichen Fische werden ausgenommen, getrocknet und scharf gesalzen. Sie sind neben Bohnen und Kürbis die wichtigste Beilage zu den Mais-Tortillas, der Grundnahrung dieser Indianer, deren Vorfahren einst von dem Fleisch ihrer Jagdbeute gelebt hatten. Fast alle Bewohner von Las Higueras sind getauft, tragen spanische Namen und glauben an Christus und Maria, die im geräumigen Pantheon der Huicholes bequem Platz gefunden haben und niemand dort stören. Die kleinen, vom ständigen Qualm der Herdfeuer verräucherten Hütten werden von den Männern nur zum Essen und Schlafen aufgesucht. Lukas' Frau, Julita, backt große Mengen Tortillas und Tamales, Maiskuchen für das Fest, das am Abend des nächsten Tages stattfinden soll, wenn Lukas rechtzeitig zurückkehrt. Im Morgengrauen trifft er ein. Er wird trotz seiner Erschöpfung nicht zum Schlafen kommen, denn Enrique de la Torre Chares, der alte Schamane, wartet. Auf dem Hof seiner Rancho soll das Fest stattfinden, zu dem auch die Götter geladen sind. Enrique prüft die mitgebrachten Peyote und sortiert sie nach Größe und Qualität. Am wertvollsten sind Pflanzen, deren Köpfe in magische 5 Segmente gerippt sind. Sie werden für die Dankzeremonie zurückgelegt. Alle Mitglieder aus Enriques Großfamilie sind an der Zubereitung des Peyote beteiligt. Die Frauen besitzen in der Huichol-Gesellschaft einen hohen Status und sind daher auch im Peyote-Kult den Männern gleichgestellt. Bei großen Feiern, an denen Kinder und Heranwachsende teilnehmen,
wird der Peyote nicht gegessen, sondern nach dem Säubern, Zerpflücken und Waschen auf einem Stein zerquetscht und die schaumige Masse mit Wasser zu einem Getränk verdünnt. Agustin Muñoz Buñuelo reibt mit einem Wurzelholz die Farbe an, mit der sich die Frauen für das Fest schminken. Er wird am Abend als El Secundero, als zweiter Sänger mit Enrique den Wechselgesang anstimmen. Die Vorbereitungen sind kaum abgeschlossen, als ein tropischer Regensturm heranbraust. Die Götter kommen, sagt Lukas. Als der Regen aufhört, ist es Nacht geworden und die Zeremonie kann in der vorgeschriebenen Dunkelheit beginnen. Zwischen den Bergen von Las Higueras hängt ein trockenes Gewitter, dessen Blitze und Donnergrollen das Fest bis in den frühen Morgen begleiten und die Anwesenheit der Götter bezeugen. Für sie schmücken sich Frauen und Kinder und für sie singen Enrique und Agustin die Gebete, in denen sie für Ernte und Regen danken und um Beistand in der kommenden Trockenzeit bitten. Angeführt von Julita bringt die Prozession der Frauen das Peyote-Getränk in den Kreis. Kerzen sind das Symbol für ein langes Leben und seit Jahrhunderten als Opfergabe der Frauen Teil des Rituals. Zum Segnen und Weihen des Peyote-Tranks gehören Ohren, Vorderläufe und Fell, das Berendo eines Rehwilds. Dann ist der große Moment gekommen. Die Ehre, als erster vom Peyote zu trinken, wird Lukas als dem einzigen Wallfahrer überlassen. Enrique, der vorher Peyote gegessen hat, beteiligt sich jetzt nicht. Nach Lukas trinken Enriques Frau und Julita, dann der Träger des Berendo und alle übrigen. In dieser Reihenfolge beginnt auch der Tanz. Wir wissen nicht, welche Visionen der leichte Peyote-Rausch aus der Dunkelheit in die Köpfe der Leute von Higueras zaubert. Wenn sie den leuchtenden Garnbildern gleichen, wie die Tänzer uns versichern,
sind es Erinnerungen an eine verlorene Zeit, von der man nicht mehr erzählen, sondern nur noch träumen kann. Peyote war das Abschiedsgeschenk des Hirschgottes Kayumari und zugleich ein Versprechen. Wenn dieses Leben zu Ende geht, werdet ihr wieder zurückkehren in die Jagdgründe der alten Zeit und bei uns, den Göttern und Ahnen, in Wirikuta sein. Pilze mit sakraler Bedeutung tauchen aus dem Dunkel der amerikanischen Frühgeschichte erst in Zeugnissen der späten Hochkulturen auf. Halluzinogene Arten der Gattung Psilocybe galten den Azteken als heilig und wurden Teonanacatl, Fleisch der Götter, genannt. Doch die religiösen Traditionen, in denen die Einnahme rauschgifthaltiger Pilze zum Ritual gehörte, sind noch wesentlich älter als die aztekische Kultur und weisen tief in die prähistorische Welt des indianischen Amerika zurück. In einzelnen Regionen Mexikos und Guatemalas hat sich ihre zeremonielle Funktion bis heute erhalten. Ein Zentrum der alten indianischen Heilkunst ist der mazatekische Ort Huautla de Jiménez im mexikanischen Staat Oaxaca, dem Land der Brujos, Curanderos und Sabias, der Hexer, Heiler und weisen Frauen. Er wurde berühmt, als der Ethnologe Gordon Wesson hier die Curandera Maria Sabina entdeckte und bei ihr den Gebrauch der heiligen Pilze kennenlernte. In einer seltsamen Überschneidung landeseigener Glaubensvorstellungen mit Elementen der römisch-katholischen Liturgie. Zu den Nachfolgerinnen der Maria Sabina gehört Isabel Natalia Martinez. In ihrem Kräutergarten findet sie fast alles, was sie für ihre Heilungsversuche braucht. Diese Blätter werden auf Ausschlag und Schürfwunden gerieben. Und dies nimmt man ein, wenn man wegen der Kälte zu viel Gase im Magen hat. Tee von Lorbeerblättern ist gut gegen Erkältung. Kamillentee hilft gegen Koliken. Die Floripondio hat als enge Verwandte des Stechapfels durch das Alkaloid Scopolamin eine ähnlich starke, als gefährlich und böse geltende Rauschwirkung. Deshalb werden die Blätter nur äußerlich als Salbe verwendet. Sie werden mit Schweinefett verrieben und auf den Magen gelegt, um das Fieber zu senken. Dort, wo Isabels Garten sich in die Wildnis verliert, wächst eine Salbeiart, deren halluzinogen wirkende Blätter als Yerba de la Pastora, Kraut der Schäferin, in der mazatekischen Pharmakologie eine ähnliche Rolle spielen wie die Samen von Trichterwinden, die sie Semilla de la Virgen, Samen der Jungfrau, nennen. Man nimmt ein Häufchen von ihnen, zerstößt oder zermahlt sie und gießt Wasser dazu. Sie wirken wie die heiligen Pilze und heilen wie sie die Krankheiten der Seele. Im Magen verursachen sie Übelkeit. Die heiligen Pilze wachsen nicht in ihrem Kräutergarten, sondern an eifersüchtig gehüteten Stellen in den Bergen um Huautla de Jiménez. Für die therapeutische Seance, die heute Abend in ihrem Haus stattfinden soll, wird Isabel die Pilze von einem Sammler erhalten, der seine Fundstellen auch ihr nie verraten würde. Musik
Wir sammeln sie heimlich und sehr vorsichtig. Niemand darf während der Ernte und vor der Zeremonie die Pilze sehen. Sie müssen ihre Reinheit bewahren, damit sie alle Krankheiten zutage bringen, die in uns wohnen. Wir Mazateken haben diesen Brauch seit 1000 Jahren, um unsere persönlichen und sozialen Übel zu heilen. Es gibt mehrere Arten. Einer heißt Rumbe, ein anderer San Isidro. Und dieser hier wird Ongo Pajarito, Vögelchenpilz, genannt. Er hat die Kraft zum Weissagen. Die Zeremonie in Isabels Behandlungsraum erinnert an ein katholisches Abendmahl. Als eucharistische Gabe werden nicht Brot und Wein, sondern ein Kakaotrunk und die heiligen Pilze gereicht. Wenn die Pilze als Heilmittel eingesetzt werden, geht es meistens um ein seelisches oder ein soziales Problem. Woran Francisco leidet, ist noch unklar. 8 bis 12 der kleinen Pilze muss er roh zerkauen und herunterschlucken. Es fällt ihm schwer, denn sie schmecken sehr bitter. Francisco ist mit seiner Tochter Esther erschienen. Offenbar war sie es, die ihn zu diesem Versuch überreden konnte. Ihr Vater sei sehr unglücklich, hat sie zu Isabel gesagt. Als Beistand hat sie ihren Freund Laurencio mitgebracht. Isabel ist ebenfalls von dem Fleisch der Götter. Die Pilze sollen ihr helfen, den Grund des Übels zu erkennen, denn sie öffnen die Tore der Seele, führen sie auf die Wanderschaft und zeigen ihr den Weg zu allen Geheimnissen. Jesus Christus, Herr des Himmels, hilf uns jetzt, da wir diese heilige Nahrung zu uns nehmen. Jungfrau von Juquila und Jungfrau von Guadalupe, gebt uns euren Segen für unser Wohlergehen und eure Anordnungen für unser Wohltun. Mutter Pastora, führ uns auf den rechten Weg. Hinter unserem blassen Begriff Synkretismus, der eher verachtungsvoll die Vermischung verschiedener Religionen und Glaubensinhalte bezeichnet, verbirgt sich eine leuchtend farbige Welt tiefer Religiosität. Durch einen kraftvollen Prozess der Aneignung ist in ländlichen Regionen Lateinamerikas ein lebendiger, undogmatischer Katholizismus entstanden, der wichtige Elemente indianischer Spiritualität in das christliche Bekenntnis integriert hat. Der leicht narkotisierende Kopalrauch erfüllt den kleinen Raum und befördert die Wirkung der Pilze, die nach einer halben Stunde langsam einsetzt. Francisco friert, dann ist ihm heiß. Selbst das Kerzenlicht tut seinen Augen weh. Isabel kontrolliert aufmerksam seinen Zustand, um mildernd oder verstärkend auf die toxische Psychose einzuwirken. Francisco scheint in der kommenden Stunde unter dem Einfluss der Pilzhalluzinogene überwiegend unangenehme, immer heftigere Emotionen zu durchleben, die er später nicht mehr beschreiben kann. Sein Stöhnen deutet auf einen Ansturm verdrängter Gefühle wie Angst, Trauer und kindliche Ohnmacht. Die symbolische Reinigung des Patienten mit einem Lorbeerstrauch oder einem anderen Blätterbusch gehört zu den archaischen Elementen der Zeremonie und wiederholt sich bei vielen Heilungsritualen in Mittel- und Südamerika. Jesucristo, 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 Singa, Inshali, Virgen para López.
Auch Esther und ihr Freund Laurentio werden in die Fürbitten eingeschlossen, die jetzt an die Seelen der Verstorbenen gerichtet sind. Laurentio. Nach einer Stunde scheint Francisco aus dem Pilzrausch wieder aufzuwachen. Hast du geweint? Warum weinst du? Fragt er seine Tochter. Weil ihr Eltern ständig Streit miteinander haben. Die religiöse Zeremonie mit Gebeten, Kerzen und Weihrauch hat eine Atmosphäre von Vertrauen und Intimität geschaffen. Eine Beichtsituation ohne Schuld und Buße. In der Gelöstheit, die sich einstellt, wenn der Schmerz nachlässt und die Erinnerung an den Rausch eine distanziertere Sicht auf die eigene Person möglich macht, ist er offen und einsichtig. Er gibt zu, seine Frau zu schlagen und seine Arbeit zu vernachlässigen. Isabel beginnt die Gesprächstherapie mit Vater und Tochter, indem sie Francisco mit einiger Derbheit den Kopf wäscht, wobei sie seinen Zustand wehrloser Zugänglichkeit ausnutzt, den der Pilzrausch hinterlassen hat. Was sind das für Sorgen? Du möchtest eine neue Frau? Deine genügt dir nicht mehr? Möchtest du mit vielen Geliebten spielen? Du bist zu alt für solche Spiele. Die grauen Strähnen in unserem Haar sind das Zeichen der Reife. Wir können nicht länger spielen mit dem Leben. Isabel bezeichnet sich selbst als Chine Benda, ein mazatekischer Ausdruck, der die ganze Spannweite ihres Berufs zwischen Heilkunde und Psychotherapie, zwischen Kräuterhexe und Seelsorgerin umfasst. Ihre Behandlungsmethode ist hochmodern. Psilocybin als Therapeutikum ist auch bei uns wieder in der fachärztlichen Diskussion. Während Peyote und Pilze zu Mittelamerika gehören, ist das dritte bedeutsame Halluzinogen unter den indianischen Rauschgiften im tropischen Südamerika zu Hause. Die Begegnung mit Ayahuasca führt uns weit zurück in die Frühzeit der indigenen Kulturen des Kontinents, zur schamanistischen Magie im grünen Licht des Regenwalds. Am Osthang der Anden zwischen Kolumbien und Peru entspringt ein gewaltiges System von Wasserläufen, die sich in der brasilianischen Tiefebene zum Amazonas, dem größten Stromgebiet der Erde, vereinigen. Zu seinen Quellflüssen gehört auch der Rio Pastaza, der das Grenzgebiet zwischen Ecuador und Peru durchfließt. An einem seiner Nebenarme, dem Rio Capawari, liegt das Stammgebiet der Achuar. Bayus Enza ist ein uralter Siedlungsplatz, dessen ungeschriebene Geschichte weit vor der Inka-Zeit begann, wie Bodenfunde gezeigt haben. Bei unserer Ankunft scheint das Dorf verlassen, bis auf einige Kinder, die Termitennester mit der Machete zu Hühnerfutter verarbeiten. Das Buschmesser ist das wichtigste, oft das einzige Werkzeug südamerikanischer Indianer, mit dem schon Zehnjährige perfekt umgehen können. Die männlichen Erwachsenen sind am anderen Ende des Dorfes mit dem Bau eines neuen Hauses beschäftigt. Seine Dachkonstruktion aus Palmenblättern, die mit Lianenranken verknüpft werden, muss tropischen Regenstürmen standhalten. Die schwere Feldarbeit machen Frauen. Maniok, das hier Yuca genannt wird, ist ein Hauptnahrungsmittel und zugleich die Basis der Chicha, dem traditionellen Rauschgetränk im tropischen Südamerika. Jede verheiratete Frau macht ihre eigene Chicha nach ererbtem Rezept. In Bayus Enza wird eine Mischung mit Bananen bevorzugt. Die Achuar, die früher als Wildbeuter gelebt haben, gewöhnen sich nur mühsam an die Lebensweise von Pflanzern und Ackerbauern. Doch ihr Revier ist ausgejagt. Die industrielle Zivilisation hat sie mit Holzvermarktung und Ölsuche eingekreist.
Die Rodungen, auf denen Maniok, Kochbananen und Süßkartoffeln angebaut werden, liegen Jahr für Jahr weiter vom Dorf entfernt. Stundenlanges Schleppen ist die halbe Tagesarbeit. Auch das Wasser muss vom Fluss einen hohen Steilhang heraufgetragen werden. Carlos ist ein Besucher wie wir. Er gehört zu einem Volk der Kichwa und ist zwei Tage flussabwärts gereist, um sich von dem berühmten Schamanen von Vayos Enza behandeln zu lassen. Die Schmerzen in seiner Schulter sind zuweilen so stark, dass er fürchtet, bald nicht mehr Gitarre spielen zu können. Seine Zuhörerinnen sind mit der Zubereitung der Chicha beschäftigt und lassen sich nicht ablenken. Die Maniokwurzel enthält Blausäure. Um das Gift zu zerstören, muss die geraspelte Masse lange gekocht und dann mit den Bananenstücken verrührt werden. Ein Teil dieses Breis wird in den Mund genommen, um ihn durch intensives Vorkauen einzuspeicheln und so die Gärung zu beschleunigen. Nichiamanchi ist das lautmalende Wort der Achua für Chicha. Der Wishin, der Schamane, heißt Raphael Taish. Sein Ruf als magischer Heiler reicht weit über Vayos Enza hinaus. Er hat auch innerhalb der Dorfgemeinschaft den größten Einfluss und kann sich als einziger einen Hausstand mit mehreren Frauen leisten. Jorge, dem eine der Frauen die Chicha reicht, wird wie ein Gast bewirtet, denn er ist vor langer Zeit aus Vayos Enza fortgezogen und lebt in der Fremde. Er hat uns hierher geführt und wird morgen seinem Cousin Raphael bei den Vorbereitungen für Carlos' Heilung assistieren. Für heute ist es zu spät, denn es wird dunkel und die Nacht am Äquator kommt mit kurzer Dämmerung. Bei Tagesanbruch machen sich Raphael und Jorge auf den Weg, um die Zutaten für den Ayahuasca-Sud zu holen, den der Schamane für Carlos' Heilung braucht. Das Labyrinth der meandernden Wasserläufe ist das Straßennetz Amazoniens und der selbstgebaute, mit der Machete gepaddelte Einbaum das einzige Verkehrsmittel. Der Name Ayahuasca kommt aus der Quechua-Sprache. Aya ist das Wort für einen Verstorbenen und bedeutet zugleich bitter. Huasca heißt Wein oder Rauschtrank. Ayahuasca führt den Schamanen in das Reich der Toten zu den Seelen der Ahnen, bei denen er Rat und Erkenntnis sucht. In manchen Ayahuasca-Ritualen wird die Traumreise von den Ikaro-Melodien nacherzählt. Ihre melancholische Grundstimmung erinnert an die Trauer, die jede Begegnung mit den Toten begleitet. Raphael will die Blätter einer bestimmten Liane, die einige Meilen flussabwärts wächst. Der Standort und das Alter der Pflanze, die von den Achuar Yache genannt wird, scheint ihm wichtiger zu sein als ihre Zugehörigkeit zu einer besonderen botanischen Variante innerhalb der artenreichen Gattung Banisteriopsis. Dann geht es zurück nach Vayos Enza. Denn nicht die Yache-Blätter sind das Hauptingredienz des Ayahuasca-Tranks, sondern die Stammranken einer anderen Banisteriopsis-Art, die hier Natem genannt wird. Der Baum, an dem sie hochklettert, steht wenige Meter von Raphaels Haus entfernt. Nicht zufällig, denn er hat sie selbst gepflanzt.
Sie scheint der Jachiliane äußerlich vollkommen gleich und nur Botaniker und Raphael können die Pflanzen unterscheiden. Ranken einer mittleren Stärke haben das richtige Alter und sind für Ayahuasca geeignet. Die Zubereitung ist einfach. Die Stammstücke der Nathemliane werden oberflächlich gesäubert, ohne die Rinde zu verletzen, zerspleist und zusammen mit den vitaminhaltigen Jacheblättern 6 Stunden auf der Glut gesiedet, bis ein dickflüssiger Extrakt übrig bleibt. Als zu Beginn unseres Jahrhunderts in ersten chemischen Analysen die Hauptwirkstoffe der Schlingpflanze isoliert wurden, nannte man sie Telepathin, Jachein oder Banisterin. Erst später wurde festgestellt, dass diese Alkaloide mit dem Harmin der Steppenraute identisch waren, die in den Räucherkelchen marokkanischer Wahrsagerinnen verbrennt. Wie bei vielen Halluzinogenen hat der Ayahuasca-Rausch kaum äußerliche Wirkung. Im Gegensatz zum Alkohol bleibt die Kontrolle über Motorik und Verhalten unbeschädigt. Alles Geschehen offenbart sich in den magischen Bildern einer Innenwelt, in die kein Außenstehender eindringen kann. Die gemalten Illuminationen des peruanischen Ayahuasca-Schamanen Pablo Amaringo sind ein Versuch, die fantastischen Gestalten aus seinem mythischen Kosmos abzubilden und die dramatischen Konflikte zwischen guten und bösen Kräften, Schutzgeistern und Dämonen sichtbar zu machen, deren Zeuge er durch den Wein der Toten wurde. Die Zeiten, als ein Achuar-Schamane den ganzen Körper für die Zeremonie bemalte, sind vorbei. Moderne Kleidung gilt als eindrucksvoller. Bei Anbruch der Dunkelheit ist der Ayahuasca-Sud fertig. Raphaels Frauen haben einen Holzstoß aufgeschichtet, den sie jetzt anzünden. Er wird bis zum Ende der Zeremonie weithin sichtbar brennen. Das Konzentrat ist so stark, dass eine zu hohe Dosierung auch für Raphael, der im Lauf seiner Schamanenjahre eine erhöhte Toleranz für das Gift erworben hat, tödlich wäre. Das Umfüllen in ein sehr kleines Fläschchen ist daher wichtig, denn während des Rituals muss ein randgefülltes Gefäß restlos geleert werden. In Raphaels weitläufigem Hallenhaus ist es nahezu finster. Auch bei diesem Rauschgift ist Dunkelheit vorgeschrieben. Beteiligte und Zuschauer sollen ganz auf die Töne und Laute konzentriert bleiben, die der Schamane von sich gibt. Er selbst, der als einziger Ayahuasca trinkt, will nur die inneren Bilder sehen und in den psychedelischen Visionen nach Zeichen suchen, die ihm helfen, Carlos zu heilen. Ganz im Gegensatz zu der Pilzzeremonie gibt es auch keine Kommunikation mit dem Patienten, denn Raphaels Geist wird weit fort sein. Der Wein der Toten schmeckt noch unangenehmer als Peyote oder die mexikanischen Pilze. Die wenigen Schlucke sind so ekelerregend, dass sie meistens zu heftigem Erbrechen führen und selbst Raphael zu gründlicher Mundspülung zwingen. Tabakrauch gilt in vielen indigenen Kulturen nicht als alltägliches Genussmittel, sondern als eine spirituelle Droge mit magischen Kräften. Während in anderen Regionen Amazoniens pflanzliche Zusätze im Ayahuasca-Trank die Wirkung manipulieren, kennen die Achuar nur Nikotin als einleitendes Stimulans. Nach einer halben Stunde ist Raphael bereit. Wieder beginnt die Behandlung mit einer symbolischen Reinigung. Der Fächer ist diesmal ein Busch aus Zweigen des Orleanbaums. Aus den Samenschalen dieser Pflanze kommt auch die rote Farbe, mit der sich Raphael bemalt hat. Nathemliane
Die Heilung vollzieht der Schamane durch das Aussaugen unsichtbarer Pfeile, mit denen die Mächte des Bösen Carlos krank gemacht haben und die jetzt in Carlos Schulter stecken. Mehr als 4 Stunden hat die Zeremonie gedauert. Dass die Heilung erfolgreich war, ist schon bei Sonnenaufgang unüberhörbar. Carlos singt das Lied von den großherzigen Mädchen, die in Regennächten ihre durchnässten Verehrer in ihre Hütte holen. Und sein Gesang weckt das ganze Dorf. Murugayu kantashkai bilik chachi shaka chawangi Runes punja tu pashaga tanda wayas manyawangi Runes punja tu pashaga tanda wayas manyawangi Tamya tuta shamushami chiri chiri paktamusha Kamba mamari parakpi halkumini sharimangi Kamba mamari parakpi halkumini sharimangi.